Ja, eine alte Fußballweisheit lautet, das nächste Spiel ist immer das Schwerste, aber man kann auch sagen, das erste Spiel einer Runde kann das Schwerste sein, weil man noch nicht genau weiß, wo man so steht. Wie ist denn das heute gelaufen? Hast du dir das heute so vorgestellt? Ja, vom Sieg her schon. Wie gesagt, 3-0 zu gewinnen, stellt man sich natürlich vor. Wir hatten gute Phasen, gleich am Anfang der ersten Viertelstunde haben wir sehr gut gespielt und aggressiv gespielt, sind 1-0 Führung gegangen. Dann haben wir leider Gottes den Faden verloren bis kurz vor der Pause, aber auch der Gegner hatte kaum eine Torchance gehabt. Und dann ist es Gott sei Dank das 2-0 gelungen vor der Halbzeitpause, hat etwas mehr Ruhe reingebracht. Nach dem 3-0 muss ich die Mannschaft in Schutz nehmen, haben uns das Tempo ein bisschen rausgeholt. Wie gesagt, wir haben uns vorgeholt, 3 Punkte zu machen. Wir haben noch sehr viel Luft nach oben. Und die nächsten Spiele werden sicher schwieriger wie das erste. Ich muss dazu sagen, es hätte auch höher ausgehen können heute, wenn man diese Chancen von Novic nach am Schluss hier nochmal schaut. Der Torwart hat drei Dinger rausgeholt, die fast unmöglich waren. Ja, nee, ist richtig. Wie gesagt, normalerweise musst du noch zwei, drei Tore drauflegen. Aber wie gesagt, wenn wir die 2 Tore brauchen, um nächsten Donnerstag in Saarbrücken zu gewinnen, dann haben wir uns das wahrscheinlich aufgehoben. Noch kurz was zur Aufstellung. Durch das Fehlen von Thomas Riedl musste der Attila Baum aus der Innenverteidigung raus auf die Sechserposition. Hat es ganz gut gelöst, denke ich, und auch 2 Tore heute gemacht. Ja, nee, wir sind gut aufgestellt und wir können auch die Ausfälle von Thomas Riedl, von Matze Gornig und vom Team Helfrich relativ gut kompensieren, haben wir heute gemacht. Der Attila hat ja jahrelang auf der Position gespielt und hat seine Sache gut gemacht und hat sogar 2 Tore erzielt. Also wie gesagt, ich bin mit ihm zufrieden. Er war verletzt in der Pause, hat Probleme mit der Heilesehne. Ich habe ihm gesagt, wenn es 3-0 steht, hole ich dich gerne runter. Und deshalb kam er dann 3-0 runter. Hat gut gespielt. Er hat ja schon früher gesagt, dass er mittwochs nicht so gern spielt, sondern lieber am Wochenende. Eins noch am Ende. Normal soll man keinen rausheben aus einer Mannschaft, aber zu der Leistung von Markus Lechner. Markus Lechner hat so gespielt, wie ich das vorstelle. Als Kapitän überragend, alle 2 Kämpfe gewonnen, hat die Mannschaft geführt. So stelle ich mir Markus Lechner in der Innenverteidigung vor. Hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Okay. Dankeschön.